Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu F1 2017. Wir sind unterwegs in Monaco und zwar bei Nacht und in starkem Regen. Und bei letzterem habe ich mir gedacht, Dave, tust du dir das jetzt wirklich direkt an? Aber ja, ich tue das jetzt und wir fahren mit Kimi Räikkönen, dem diesjährigen Polesetter, mit. Und hoffentlich bringen wir dieses Fahrzeug heile nach Hause, denn Monaco ist auch nicht mehr so in Anführungszeichen leicht, wie es in F1 2016 war. Die KI ist allgemein sehr viel flotter geworden gefühlt, die Autos sehr viel breiter, schneller, die Strecke ist allerdings nicht breiter geworden. Und wir fahren ohne Fahrhilfen. Stürz dich nicht unüberlegt in die erste Kurve, halt dich am besten fern von jeglichem Ärger. Ja, wie konnte ich Jeff nur vergessen? Mitten im Satz unterbrochen worden. Wir fahren ohne Fahrhilfen und auf höchster KI-Stufe, also ultimativ auf 110. Und ich werde ein bisschen weniger Sprit mitnehmen, definitiv. Das Ganze wird sich im Trockenen ändern. Da war meine Philosophie in F1 2016 ja immer wieder auf dem Magergemisch zu fahren beim Kurvenausgang. Jetzt kann man halt viel mehr Power auf die Strecke bringen. Und das Setup ist so ein provisorisches Setup, größtenteils wie in F1 2016. Allerdings mit ein paar Anpassungen auf das aktuelle Spiel, unter anderem die Radaufhängung hinten. Wenn ihr die ganz hart macht, dann ist es auch im Trockenen so, und vor allem im Regen, dass ihr dann Probleme habt in der Kurve. Insofern, da würde ich ein bisschen eine weichere Einstellung empfehlen. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los und holen hier den ersten Sieg. Naja, Spaß beiseite. Hoffentlich bringen wir das Auto heil nach Hause. Ich bin schon im Trockenen gegen die KI hier gefahren und kann sagen, die Kupplung funktioniert und das Getriebe reagiert normal. Jeff, sei leise. Ja, ich kann schon sagen, dass die KI hier im Trockenen extrem schnell ist. Im Regen ist die KI der Classic Cars extrem schnell. Gegen die 2017er bin ich aber noch nicht im Regen gefahren. Nur eine Proberunde gerade eben mal in Monaco, damit ich mal gucke, wie das Gefühl so ist. Und in der ersten Runde, da ist die KI-Stärke noch nicht so repräsentativ, logischerweise. Ja, aber ich kann euch sagen, grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass die anderen Fahrzeuge alle sehr viel schneller geworden sind. Also die KI wurde pacetechnisch verbessert. Was den Zweikampf angeht, da sage ich auch in den Classic-Videos ein bisschen was, da gibt es halt große Unterschiede. Insofern glaube ich, ist es da ein bisschen schwieriger für die KI zu differenzieren, wie ich jetzt unterwegs sein werde oder das genau zu analysieren, damit sie gut vorbeikommen. Denn so ein V10 Ferrari, der ist natürlich auf der Geraden so viel schneller als ein V8 Ferrari beispielsweise auch. Aber mal gucken, wie die 2017er Kollegen so drauf sind. Grundsätzlich kann ich aber sagen, dass eine Sache sehr entspannt ist, nämlich die Kollisionsphysik. Ihr dreht euch jetzt nicht mehr, wenn ihr nur ein Auto schief mal angeschaut habt, sondern es können durchaus auch mal ein, zwei kleinere Berührungen zustande kommen, ohne dass ihr euch direkt wegdreht. Und das ist ganz schön und auch mit einer etwas rempeligen KI wäre das wahrscheinlich ja immer noch in Ordnung, sag ich mal. Gut. Legen wir los. Hinter uns Felipe Massa. Ja, in Monaco natürlich ein bisschen optimistisch, dass da Williams auf die 6 kommt, aber Williams ist tendenziell, und das ist so das Einzige, was ich bis jetzt vor dem Day One Patch, muss dazu gesagt werden, deswegen sind auch die Liveries noch nicht aktualisiert. Insofern, viele Leute, die schreiben, Vettel hat noch schwarze Handschuhe, die Nummern sind noch die alten. Das ist noch quasi vor dem Day One Patch alles. Und in der Realität ging es bis Spanien ja auch so mit den Nummern. Insofern ist es, glaube ich, nicht so schlimm, wenn auch die ersten 2-3 Karriererennen noch die alten Rennnummern nutzen. Aber ja, der Williams ist, glaube ich, ein bisschen zu stark. Das ist so eine Balancing-Sache. Aber ansonsten passt alles, finde ich. So, let's go. Okay, Bottas hat schon mal nicht direkt zugezogen. Sebastian Vettel ist weiterhin auf der 2. Und wir sind auf die 3 nach vorne gekommen tatsächlich. Das war ein ziemlich guter Start.
Und sogar ohne Kollision mit Bottas hat man ja zwischen Kimi und Bottas immer wieder gesehen in dieser Saison. Im Tunnel vorsichtig sein, denn da ist es trocken. Muss ich direkt wieder an Bernie Ecclestones Idee denken, dass man Wassersprenkler neben die Strecke stellt, künstliche Regenrennen abhalten soll. Naja, hatte viele Ideen der Herr. Runde 1 schon mal ein bisschen verhaltener unterwegs gewesen. Boah, ich vergesse immer wieder, wie viele Runden man in Monaco fährt. 20 bei 25% Renndistanz. In Spa fährt man 22 bei 50%iger Renndistanz. Okay, ich muss sagen, im Regen ist Monaco schon eine Herausforderung. Im Trockenen war es aber fast schon eine größere, denn da ist man so schnell zwischenzeitlich, dass man wirklich schon Angst bekommt, ans Limit des Fahrzeugs zu gehen. Und das ist nicht einfach so dahergesagt. ...2,8 Sekunden, da hätte ich auch fast die Mauer touchiert, als ich auf den Abstand geschaut habe. Ja, zur Regenfahrt kann ich sagen, dass der Spray einfach unfassbar grandios aussieht, wenn man unmittelbar hinter anderen Fahrzeugen ist. Auf etwas weitere Entfernung finde ich ihn... Naja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, manchmal bilden sich so leichte Ebenen. Aber allgemein finde ich optisch, da sahen Codemasters-Spiele schon immer im Regen gut aus und F1 2017 stellt da keine Ausnahme. Da. Ich merke, dass es mit dem Spritsparen nicht ganz so gut funktioniert wie in F1 2016 noch. Wir sparen relativ wenig ein, dafür, dass ich die ganze Zeit auf Mager fahre. Immerhin können wir uns vor einem Mercedes halten und nach 2-3 Runden Eingewöhnungszeit bin ich mir auch sicher, dass wir da eventuell mal den beiden Jungs vorne ein bisschen Dampf unterm Kessel machen können. Der zweite Sektor könnte gut werden. Jawohl. Gab
Abstand zu Bottas ist auch ziemlich groß geworden gerade. Jetzt vielleicht nochmal ein guter letzter Sektor. Ja, immerhin eine ordentliche Runde. Wir kommen ein bisschen näher ran an die Jungs. 2,7 Sekunden jetzt nur noch. Die optische Umsetzung von Monaco bei Nacht ist, was die Beleuchtung angeht, meiner Meinung nach extrem gut. Was Details neben der Strecke betrifft, da sollte man sich die Texturen nicht zu sehr im Detail anschauen. Aber seien wir mal ehrlich, man schaut sich die Details neben der Strecke nie bei, keine Ahnung, bei einem Standbild an oder so. Sondern man wird immer mit, keine Ahnung, mindestens 100 km/h, gut, in der Löw's vielleicht nicht, aber man wird sich nie auf das neben der Strecke konzentrieren. Und selbst wenn, viel Zeit hast du da eh nicht, um da hinzugucken. Und bei den Geschwindigkeiten, die du da fährst, da nimmst du eh alles nur verschwommen wahr. So, mal Rasgas hier gut bekommen, denn bis jetzt ist uns das noch nicht so gelungen. Das sah okay aus. Hamilton mit einer 26,7. Gute Zeit. Mal kurz auf den Reifenabrieb geschaut. 13% nach 4 Runden. Die Reifen werden stark abbauen, aber insgesamt dürfte es doch passen mit dem Rennen. Ja, und Vettel verliert jetzt den Anschluss zu Hamilton. Ich finde es gut, dass es kein Safety Car gab nach dem Start, denn bis Löw's war in F1 2016 immer ein riesiger Crash vorprogrammiert. Jetzt im ersten Sektor mal 5 Zehntel im Delta fast. Oh, zu spät gebremst. Eindeutig. Den Bremspunkt absolut verpasst. Die gesamte Zeit, die wir im Delta hatten, verloren. 3,3 Sekunden zu Vettel. Ich glaube, wir sind wieder ein bisschen... Wir sind ein bisschen wieder näher gekommen.
Fahrer vor mir. Das ist Sebastian vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,3 Sekunden. Du fällst pro Runde um ein Zehntel zurück. Sie fahren mit alten Regenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 27,1. Ui, gut reingeglitten. Schöner Drift in die Kurve. Boah, ich muss sagen, die Strecke ist schon extrem rutschig. Siebenundzwanzig drei nur. Haben wir wieder ein bisschen Zeit verloren im letzten Sektor. Allgemein relativ viel übersteuern beim Anbremsen. Es ist nicht unfassbar unangenehm, aber auch nicht super effizient, glaube ich. Oh, gelbe Flagge hier. Wird von Jeff eigentlich immer angekündigt, aber so wie es aussieht, betrifft es Lewis Hamilton. Oh, und das Virtual Safety Car ist draußen. Und dazu mal eine kleine Information. In F1 2016 war es ja so, dass man beim Virtual Safety Car in den letzten Sekunden nochmal mächtig raus beschleunigen konnte. Also da hat Delta dann niemanden mehr interessiert. Ich habe das zwar nicht ausgenutzt, aber man konnte es ausnutzen. Ich kann euch aber sagen, bei F1 2017 ist es so, sobald das Virtual Safety Car endet und ihr habt auch nur eine Zehntel im Delta, im Minus... Wow, das ging jetzt schnell, sonst dauert es immer eine halbe Runde. Ja, also wenn ich jetzt statt 1,2 Sekunden im Plus bei einer Zehntel im Minus gewesen wäre, dann gibt es eine Durchfahrtsstrafe und deswegen muss man da extrem aufpassen. Man kann da nicht mehr ganz so gut ans Limit gehen wie in F1 2016. Da war es halt nicht schlimm, wenn du mal ein bisschen schneller warst. Die Kurve wieder verpasst. Ich möchte natürlich ziemlich spät abbremsen, aber bis jetzt finde ich da noch nicht so den passenden Bremspunkt. Damit könnte das ein Ferrari 1-2 werden, nur in welcher Reihenfolge? So, auf geht's. Jetzt mal ein bisschen Druck machen. Und eine Tausendstel schneller fahren im ersten Sektor. Sehr schön. Ja, also wie gesagt, die KI hat auf jeden Fall zugelegt. Bin mal gespannt, wie es am Ende dieser Let's Play-Reihe aussehen wird. Es ist gut möglich, dass wir dann wieder eine Last-to-First-Saison machen und dann
super stark nach vorne kommen. Denn es ist so ein bisschen der Werdegang in jedem Formel-1-Spiel. Am Anfang tue ich mich immer sehr schwer, am Ende fährt man der KI um die Ohren. Vettel erhöht das Tempo jetzt auch. Als hätte er gemerkt, dass wir hier ein bisschen das Tempo erhöhen wollen. Schön zweimal hintereinander dieselbe Formulierung verwenden. Stark, Dave. Wenn man sich das allgemeine Feld anschaut, irgendjemand da hinten hält alle anderen auf. Aber einige sind da noch gut nah beieinander dran. Zum Beispiel P4 bis 6 müsste das sein, die jetzt in Löw sind. Uiuiuiui. Ja, der Bremspunkt, der kriegt mich immer wieder. Ich hau mal die Bremsbalance nach hinten ein bisschen. ...26,6 von Vettel. Wir holen in einem riskanten letzten Sektor nochmal eine persönliche Bestzeit und eine absolute Bestzeit, aber in der Addition verlieren wir. Okay, jetzt. Ein bisschen früher angebremst, aber ich tue mich echt schwer mit der Kurve. Aber immerhin knacken wir den einen Mercedes, der hier noch im Rennen ist. Der andere war sogar für unseren Teammate zu schnell und ja, scheinbar war das Rennen auch schnell vorbei. ...26,6. 4 Sekunden der Unterschied. Ja, also im ersten Monaco-Regenrennen sind wir schon fast gleich auf mit der KI. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen stolz auch auf die Leistung tatsächlich. Gute Durchfahrt. Okay, jetzt schlägt das Herz deutlich schneller.
3,2 Sekunden. Also Vettel kann jetzt auch nicht rundenlang hintereinander dieselbe Zeit fahren, sondern wir haben jetzt 8 Zehntel in einer Runde gut gemacht. Würde sich mit der Aussage von mir decken, dass die KI hier halt auch mal ein paar Fehlerchen einstreut. Zumindest im Regen ist das auch nicht allzu unwahrscheinlich, dass das passieren kann. Wobei man auch dazu sagen muss, dass in der aktuellen Konstellation der bessere Regenpilot eindeutig Sebastian Vettel ist. Zumindest besser als Raikkonen, aber mit uns hat er nicht gerechnet. Tja. Spaß beiseite, aber was die F1-Piloten hier in Monaco erdulden müssen, das ist schon heftig. Okay, auf geht's. 3,1 Sekunden. Nochmal eine Zehntel abgeknabbert etwa. Geht da noch was? 5 Runden haben wir noch Zeit. Im ersten Sektor fährt die KI ein unfassbar schnelles Tempo. Schon. Es wird ein guter zweiter Sektor, glaube ich. War zumindest ziemlich ordentlich. Sekunden. Es wird noch mal ein bisschen spannender zum Finale hin. 3 Zehntel näher rangekommen. Nun, persönliche Bestzeit. Absolut ist es nur, wenn auch der Streckensektor pink unterlegt ist. So bedeutet es, dass ich einfach nur schneller war als der erste Sektor der absoluten Bestzeit bis jetzt. Und die halten ja wir, also persönliche Bestzeit gerade. Wobei, das muss auch nicht unbedingt sein, aber egal. Uiuiuiuiui. Ah, oh, da habe ich es überdreht, das Auto. 44% hinten und es macht sich wirklich bemerkbar. Sehr ärgerlich. Es hätte so eine Zeit sein können, die etwa 1,1 Sekunden schneller gewesen wäre als die, die wir jetzt hatten. Und dann wären wir nur 2 Sekunden jetzt hinter Vettel.
Jawohl. Immerhin ein bisschen schneller gefahren, aber nur 2 Zehntel schneller als Vettel. Ja, aber ich hoffe, dass ihr jetzt schon bei diesem Ritt sehr viel Spaß hattet. Über eine entsprechende Bewertung würde ich mich dann freuen, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben. Wenn ihr keinen Spaß hattet, könnt ihr mir auch gerne ein Däumchen nach unten geben. Aber ich denke, wenn ihr so lange durchgehalten habt, dass es irgendwo auch Spannung gegeben haben muss. Und jetzt gibt es erstmal Blue Flags. Aber nicht für uns natürlich, sondern für Vettel. Und mal gucken, wie die KI jetzt beim Überrunden ist. Oder beim Überrundet werden, eher gesagt. Okay, in Monaco ist das natürlich ein bisschen schwieriger, denn da Platz zu machen ist auch nicht das Leichteste. Aber Ericsson ist da gut aus dem Weg gegangen von Vettel. Wow, ich bin begeistert. Am Anfang ein bisschen hin und her getänzelt, aber insgesamt war das sehr nett, Ericsson. Danke. Das hat uns kaum Zeit gekostet. Also, auch hier hat sich Codemasters nochmal bemüht, die KI zu überarbeiten. Und wir müssen unbedingt jetzt auf Mager die Runde zu Ende fahren, damit wir nochmal ins Ziel kommen. Und das in Monaco. Also, ich bin erstaunt. Oh, da vorne wird es jetzt aber ein bisschen kritischer. Da sind viele verschiedene Fahrzeuge, die Vettel jetzt überrunden muss. Unter anderem Alonso. Eieiei. Ja, in den Genuss des McLarens werden wir auch noch in der Karriere kommen. Beziehungsweise ihr seid wahrscheinlich schon in den Genuss des McLarens gekommen, aber ja. Bin mir nicht sicher, ob Alonso da nicht sogar Topspeed gerade fährt. Okay, hier will er keinen Platz machen. Unser ehemaliger Teammate. Ja, ringt sich aber doch ein bisschen durch, macht Platz. Und das ist ein Ferrari 1-2. Ja, wie in der Realität. Nur war Bottas da nicht auf der 3. Aber es ist auch krass, wie wir uns von Bottas hier entfernt haben. Sebastian und ich. War ein schönes Rennen, hat Laune gemacht. Also Leute, Monaco im starken Regen und bei Nacht. Also die wahrscheinlich krassesten Konditionen, bei denen man sich Monaco vorstellen kann. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet viel Laune. Und ja, wir nehmen natürlich nochmal die Siegerehrung mit. Ah, und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was soll denn das Poppen sein, was ich da immer wieder mal höre bei einem Gameplay. Ich glaube, in Bahrain gibt es ja auch Feuerwerk und da habe ich mich mit dem Classic Car echt gewundert, so, was soll das? Ich saß da im McLaren und denke mir so, was ist das jetzt für ein Sound und warum war es im gesamten Rennen noch nicht so? Ja, es ist das Feuerwerk, was da hin und her ploppt. Und Wehrlein auf Platz 16, naja, im Sauber, da sollte man nicht mit viel mehr rechnen. Ja, also optisch sieht das Spiel auf der Strecke zumindest sehr, sehr schön aus. Neben der Strecke, wie gesagt, da schaut man eh nicht hin, aber da ist es auch nicht so hübsch. Und mittlerweile ist auch, oder war es in F1 2016 auch so, dass da ein Ingenieur auch auf dem Podium ist. Jawohl, und da lächeln die Piloten ein wenig mehr, als es in der Realität getan haben. Und wir holen die schnellste Rennrunde. Nico Hülkenberg holt im Renault den 4. Platz. Erneut am Podium vorbeigeschrammt, aber ich glaube, ja, gemessen an der Konkurrenz, die er besiegt hat, nämlich unter anderem auch Daniel Ricciardo, wird ihm das jetzt kein allzu großer Dorn im Auge sein. Und nun, die drei davor, die waren halt deutlich entfernt, aber gutes Rennen hier von Nico Hülkenberg auf jeden Fall. Max Verstappen ist eine Position nach vorne gekommen. Wer hat denn den größten Sprung nach vorne gemacht? Stoffel van Dorn unter anderem 2 Plätze vorgekommen, aber ja gut, ich glaube, Monaco-typisch kann man erwarten, dass es hier nicht allzu viele Überholmanöver gab. Einen Platz haben die meisten halt gut gemacht schon, weil Lewis Hamilton ausgeschieden ist, aber
ja, so Nico Hülkenberg, der hat zum Beispiel auch 3 Plätze gut gemacht. Sehr, sehr starke Leistung. Richtig krass. Ja, Leute, ich lasse mal das Replay im Hintergrund laufen. Ansonsten... ja, wenn ihr viel Spaß bei dem Video hattet, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Ansonsten, wenn ihr Bock auf das Game bekommen habt, in der Beschreibung findet ihr einen Link, über den könnt ihr euch das Game auch dann entsprechend bestellen. Das kommt jetzt am 25. raus. Ich habe das große Privileg, das ein wenig im Voraus zu zocken, weil ich auch einen Key zugeschickt bekommen habe. Aber ja, ihr könnt dann auch entsprechend dann zeitig loslegen. Ansonsten checkt auch die ganzen Social Media Kanäle ab. Auf Twitch wird es dann auch Livestreams zu F1 2017 geben. Auf Facebook, Twitter und Instagram, da spamme ich euch jetzt nicht zu Tode und ja, versorge euch trotzdem hin und wieder mal mit recht interessanten Informationen und ja, wir sehen uns dann bei F1 2017 bei den nächsten Gameplays wieder. Jetzt am ersten Tag, wo ich jetzt Videos veröffentlichen darf, da wird es im Stundentakt welche geben bis 19 Uhr, also freut euch drauf und die Karriere, die kommt natürlich dann auch wahrscheinlich morgen, geht's dann weiter und ja, bis es soweit ist, euch eine gute Zeit! Haut rein!